Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor das Video letztendlich startet, muss ich euch nochmal auf ein paar Sachen hinweisen. Und zwar zum ersten Mal wird das Video tatsächlich das Testschießen bei der Nummer 9 beginnen. Leider hat meine Kamera ein bisschen gesponnen, das heißt die ersten Artikel, das sind unter anderem all die Fontänen und die ersten zwei Bombenrohre bzw. Feuertöpfe werden leider nicht mit auf dem Video sein, erst ab der Nummer 9. Da hat meine Kamera, wie gesagt, gesponnen und da auch ein riesen Sorry an euch. Die ersten paar Artikel letztendlich bis, ja, ich glaube, so die ersten paar Batteriefeuerwerke ist die Qualität leider etwas schlecht von meiner Kamera. Die hat irgendwie ein bisschen gesponnen, die hat eben nicht richtig fokussiert. Tut mir an dieser Stelle sehr leid, aber der letzte Rest, was heißt der letzte Rest, aber der Großteil vom Video ist in guter Qualität. Und ich hoffe, dass es euch nicht so stört. Tut mir an dieser Stelle nochmal mega leid. Aber ich möchte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Ja, noch ein kurzes kleines Fazit zum Röder-Testschießen. Hat mir sehr gut gefallen. Es war mein erstes Testschießen, wo ich dabei war. War echt sehr schön. Röder hat das ganz schön aufgebaut letztendlich. Ja, und man konnte sich einfach wirklich sehr ein gutes Bild im Grunde von den ganzen Artikeln machen und zu überlegen, bestelle ich da noch was oder wie sieht's aus? Ist der Artikel gut? Und ja, ein kleines Fazit von mir selber. Ich war von einigen Artikeln überrascht. Von anderen Artikeln, muss ich sagen, war ich ehrlich sehr enttäuscht. Fangen wir mal mit den Tops an. Tops natürlich auf jeden Fall die eigene Linie von der Firma Röder. In gewohnter Qualität, wirklich ordentlich für einen relativ günstigen Preis. Also da kann man gut was mitnehmen auf jeden Fall. Dann natürlich die Firma Funke in alter gewohnter Qualität, also da auch wirklich sehr ordentlich und für mich auch einer der Favoriten überhaupt. Wo ich sehr überrascht war, muss ich ehrlich sagen, von den neuen Nico-Artikeln. Da war ich sehr überrascht, was sie da gezaubert haben. Also da ist was Schönes mit dabei. Und mein heimlicher Favorit, ehrlich gesagt, ist der neue Hersteller, was die Firma Röder aufgenommen hat. Eben die Pyrotechnik im Quadrat, nennt sich der Hersteller. Und die Box, wo oder die Cake, wo geschossen wurde, war die Mannheim und die hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Ich glaube, die bestelle ich mir dieses Jahr auch nochmal. Also das war echt mein geheimer Favorit im Grunde von dem Abend. Ja, wo ich enttäuscht war, ein bisschen von den großen Pons, von der Firma Leslie zum Beispiel, die Viva Las Fallas, muss ich ehrlich sagen, für 230 Euro. War es jetzt absolut nicht mein Fall, aber gut, ist natürlich auch immer ein bisschen Geschmackssache. Aber für das Geld hat es mich einfach nicht mitgenommen. Und ja, auch sehr enttäuscht war ich von der Geisha Geisterblitz 2.0 in Anführungszeichen. 2.0 wird sie zwar nicht heißen, weil die Geisterblitz einfach komplett ersetzt wird mit dem neuen Artikel. Also den alten wird es einfach nicht mehr geben, deshalb wird sie noch weiterhin Geisterblitz genannt. Ja, ein bisschen schneller ist sie geworden, von der Schussfolge her interessanter. Aber es fehlen, glaube ich, 400 oder 500 Gramm NEM und das merkt man einfach in der Qualität bzw. in der Lautstärke. Das war letztes Jahr im ersten Teil wirklich sehr schön, sehr cool, sehr laut. Und das fehlt dieses Jahr tatsächlich. Es gibt einen Salutschuss, wo sehr laut ist und dann die nächsten drei sind ja leise bis fast gar nicht hörbar eigentlich, ehrlich gesagt. Und da bin ich wirklich sehr enttäuscht. Wenn sie im Grunde die gleiche Qualität gelassen hätte, dann wäre es wirklich eine sehr coole Cake gewesen. Aber so wird es wahrscheinlich für mich dieses Jahr auch leider tatsächlich keine Batterie, wo ich mir kaufen werde. Ansonsten, ja, wie gesagt, schaut euch selbst an, macht euch selbst ein Bild. Vielleicht bestellt ihr den einen oder anderen Artikel davon ja auch noch nach. Wie gesagt, bleibt dran, wenn ihr nichts verpassen wollt. Es gibt jetzt diesen ersten Teil. Da haben wir im Grunde genommen die ganzen Kleinigkeiten von Feuertöpfen, Raketen und den kleinen Cake-Batterien. Bis Artikel 71, genau, also bis zum Mannheim, ist der letzte Artikel in diesem Video. Und als zweiten Teil werden dann die ganzen Verbundfeuerwerke noch kommen, weil es einfach viel zu lang war. Und das würde einfach den Rahmen von dem Video sprengen. Deshalb gibt es hier dann einen zweiten Teil, der wird aber in Kürze sogar wahrscheinlich am selben Tag noch folgen. Und wenn ihr nichts verpassen möchtet, dann Like da lassen, Abo da lassen und die Glocke aktivieren, weil dann in Kürze noch das Abschlussfeuerwerk der Firma Röder online kommen wird, als separates Video. Da
hat sich Röder wirklich sehr viel einfallen lassen und zwar echt ein sehr, sehr schönes Finale von der Firma Röder. Da nochmal Chapeau. Vielen, vielen herzlichen Dank, war echt schön. Ich möchte euch nicht weiter aufhalten, schon wieder viel zu lang, was ich geredet habe. Anschließend folgt das Testvideo der Firma Röder als Testschießen. So, jetzt muss ich mich doch nochmal ganz kurz zu Wort melden. Ich habe noch ganz was vergessen. Und zwar werdet ihr im Video zwar alle Sequenzen nochmal sehen, was hier geschossen wird. Ich schreibe es im Grunde ins Video mit rein. Wer aber dennoch eine komplette Liste haben möchte, ich habe sie hier in der Hand. Ich werde die euch als PDF-Datei zur Verfügung stellen. Das heißt, die könnt ihr euch gerne runterladen und auch ausdrucken, sodass ihr selbst nochmal eine Übersicht habt, was geschossen wird, welche Position. Und ihr könnt euch hinten auch ein paar Anmerkungen machen, wie gut ihr fandet oder sonstiges. Die werden dann unten in der Videobeschreibung drin sein zum Herunterladen. Goldtopf hat natürlich noch zwei Kollegen, wir schauen uns jetzt dann auf die Position 10. Das war neue Aufmerksamkeit da. Das zweite ist jetzt mit zwei neuen Töpfen der Firma Büro-Union. Die haben wir komplett schon mal gezeigt, weil jetzt zeigen wir nur zwei Stück. Und zwar 45 mm Feuertöpfe sind es einmal Red Wolves und einmal Green Wolves, jeweils mit Lupe in der entsprechenden Farbe. Das waren die beiden Feuertöpfe von Büro Union. Jetzt geht es weiter mit dem Musterteufel Mixed von Longstar Fireworks. Bisher gab es ja einfarbig, jetzt auch im Mixer. Wir wechseln jetzt in die Kategorie Raketen auf Position Nummer 16 von der Firma Zink. Das 10er Raketensortiment, Mischsortiment, Türzeichen, alle Seiten der 16.
Das war's für die erste mit Zinkraketen. Jetzt schauen wir uns mal zwei Sets aus dem Hause Funke Feuerwerk an. Feuerwerk hier. Auf der Position 19 die Sternflottenraketen. Die kommen im 10er Set. Ja, da kann man wirklich von Stand sein sprechen. Wunderschöne Raketen aus dem Hause. Bunke, Sternflottenraketen. Das ist ein 10er Set, das ist 95. Jetzt mal ein 50er Set von Bunke, allerdings auch ein 6er Set. Das ist Goldrockets. Wir gehen jetzt zum Batteriefeuerwerk. Auf der Position Nummer 21 geht es weiter mit der Firma Eco-Feuerwerk. Wir zeigen als erstes Produkt Scarabeus. Nummer 22.
die Nummer 23, ebenfalls vom Weco Feuerwerk Tears of Fire. Von Weco war das. Jetzt zur Position 25, ebenfalls von Weco Starfall. Ihr schafft das. So, hier haben wir ein kleines das war Starfall von Weco. Wir gehen jetzt weiter zur Position 26, ebenfalls noch bei Weco Feuerwerk Magnolia. Ja, dann sind wir noch mal gespannt, ob die Snowball ausgemacht ist. Also
Nico los. Ist wirklich Nico? Sag gerade eh. Ja, aber ja, 17, war das 88. Nicht schlecht. Wir bleiben nochmal bei Nico. Auch was Neueres, was die Nummer 30 auf unserer Liste ist. Die Version, die mit Kabel, die Version ohne Kabel,
Fraser, guck mal. Ich habe zwei gefangen. Das waren sehr Fischröpse. Wir gehen auf Position Nummer 39. Ebenfalls aus unserer eigenen Röderfeuerwerks. Dauerbrücke.
Das war die Schwärmerei auf der Position Nummer 46 aus Ungarn-Serie oder Orgasmus. Ich frage mich gerade, wenn ihr jemals eine Batterie aufgeben würdet, Claudia heißt, wie könnte ich die ausgeben? Auf Vorschläge nehme ich jederzeit an. Wir machen weiter mit Position Nummer 47. Diesmal ist also unser Leistungsserie. Grüne Feuerwerk, Wetterballon. Das rauskommt, ist noch schöner als das Design. Das muss ich dir nicht zugeben. Wir machen weiter mit Position 48 im Normalbadungsfeuerwerk. Das letzte Produkt aus unserer eigenen Schaffung. Eine neue Version unserer schon bekannten Finalbox in Blau. Die ganze Gebreite in Ungarn. Es gibt hier eine Feierkiste im Gelben. Für 4,95 Euro. Dreimal mit einem Schuss auf Start. Finalbox Blau. Das muss drücken! So, das war's jetzt fürs erste mit grünem Feuerwerk. Wir gehen weiter zur Firma Explode Fireworks auf der Position 49 aus. Thank you.
Position 51, absolut neu, gerade frisch angekommen vom Mesha Fuhrwerk. Silber Eis gibt es ebenfalls in der Zweierkiste im Käfig für 59,95 und hier dann Silber Eis. Lautstärke. Krawall von Nordlicht. Jetzt geht es wieder zurück in die Niederlande. Grüße an dieser Stelle natürlich auch an die lieben Freunde Nachbarn in Holland. Auf der Position 56 von Fuhrwerk Total unter dem Label Bolt. Erstmal eine kleine Budgetplatte für die Knight Rider. Thank you.
Das war das Ding mit Future High. So, die Fire Spence geht also die Folge und der Total auf der Position 59 weit Gravity. Noch lauter. Ja. Yeah. Claudia. Laut. So, wir gehen jetzt auf Position Nummer 60. Wir gehen ins Hause Argento und wir sehen die Batterie Amandra. Auf der Position 61, Mephisto. Jetzt geht's weiter auf Position Nummer 62 mit dem Jade-Drachen, ebenfalls von Argento. Wir blättern in unserem Gebetsbuch nach meiner Seite um, auf die Seite Nummer 4, wo es weitergeht mit dem Choral Nummer 63, ebenfalls von Argento, die Goldmarie. Es geht weiter, Position 64 mit Caro, ebenfalls aus dem Hause Argento. Argento und jetzt die letzte Batterie unserer Schussliste von Argento auf 65, die Eisblume. Auf der Position 66 treten wir jetzt in den Rücken von Funke Feuerwerk hier ein, die Batterie Aedra Z1.
schöne Startzeit, kommt fast bis auf den Boden. Das war die Etra Z1. Nummer 67, Funke Silberpalme Blinker. Weiter geht's mit Funke auf der Position 68. Daliencracker Z1 wieder eine Fächerplatte. Das waren die Daliencracker. Noch eine weitere Position mit Funke auf der 69, die Blinkweiden-Dalien. Auf der Position Nummer 70 jetzt erstmal der letzte Streich aus dem Hause Funke, die Corolla Variations. Auf der Position Nummer 71, jetzt die letzte Position im Sektor Batteriefeuerwerk von der Firma, auch neu bei uns, Pyrotechnik im Quadrat, die Batterie Mannheim. Monim! 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 Also einer ist da aus Monim, ja? Jetzt mal mit dem Thema Batteriefeuerwerk, naja, ist eigentlich Quatsch, aber mit einzelnen Batteriefeuerwerken war es das. Wir